willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. An was müsst ihr denken, wenn ihr jetzt das Stichwort Griechenland sagt? Klar an Tzatziki mit ganz viel Knoblauch, richtig stingend. Und das kochen wir jetzt auf meine Art. Nicht aufwendig, geht ganz schnell. Viel Spaß beim Zuschauen. Die Zutaten dazu sind sehr überschaubar und zwar braucht es dazu einen Joghurt, 10%ig, eine halbe Gurke, 2 bis 3 Knoblauchzehen, Salz und Pfeffer. Als erstes schäle ich einmal die Gurke. Dann teile ich die Gurke auseinander. Und dann nehme ich das Kerngehäuse raus. Denn wenn ihr das Kerngehäuse drin habt, dann wird das sehr wässrig. Das muss also raus. Als nächstes schält eure Knoblauchzehen ab. Und dann braucht ihr eigentlich bloß nur so eine Reibe. Diese hier. Mit der Seite könnt ihr die Gurke reiben. Und wenn ihr keine Knoblauchpresse habt, könnt ihr auch hier den Knoblauch reiben. Aber da ich ja meine KitchenAid jetzt habe, möchte ich das natürlich mit der KitchenAid probieren. Also machen Sie mir profimäßiger. Um meine Gurke zu reiben, nehme ich jetzt diese Gemüsereibe, gebe es hier rein. Zu, damit das nicht runterfällt und stecke den Aufsatz hier auf. Ja. Und möchte den Aufsatz hier aufstecken. Da ist das ein bisschen schräg da hinten drin. So, da mache ich noch mal alles auseinander. Jetzt probiere ich es andersrum. Erst stecke ich das rauf, fixiere das, dann nehme ich das für die Gurke und schon passt das. Na, ich bin ja auch noch Lehrling. Nun kommt meine Gurke oben hinein und hoffentlich unten wieder heraus. Und so sieht es aus, wenn es da durch ist. Hierauf gebe ich jetzt Salz. Und das nicht zu wenig. Als nächstes teste ich jetzt einmal, ob die KitchenAid auch so was Kleines wie die Knoblauchzehe hier zerschrettern kann. Da probiere ich jetzt die feine Reibe. Und wie ihr seht, geht jetzt das sehr gut, wenn das Teil drauf gesteckt ist, dass ich das wechseln kann. Ein bisschen Gurke ist noch dran. Also, nächster Test. Hier kommen diese 2 Knoblauchzehen da oben rein. Ja.
Hier brauche ich jetzt keinen Teller hinhalten, denn die Zehen hat es zwar zerkleinert, aber das ist sehr klein da drinnen, also sehr wenig. Hier, schaut, so viel ist es. Also wenn man das hier machen möchte, muss man schon vielleicht mehr Knoblauchzehen verwenden, weil ein Teil in der Küchenmaschine bleibt. Also das ist jetzt mein Ertrag davon nur ein bisschen Schale. Okay, wir haben es probiert. So, nun wird bloß das Ganze noch zusammengefügt. Also ich nehme so ungefähr 200 Gramm von dem Joghurt. Das ist für zwei Personen. Dann den Knoblauch. Die Gurke. Die muss ich ausdrücken, damit das Wasser rauskommt. Seht her, wenn man die Gurke nicht ausdrücken würde, wäre das Wasser hier alles im Tzatziki drin und das würde sehr flüssig werden. Dann noch Pfeffer drauf. Und alles verrühren. Also ich habe das sehr gut gefunden, jetzt da dieses Reiben der Gurke mit der KitchenAid. Man kann sich nicht an die Finger reiben und es geht sehr schnell. Überhaupt, wenn man jetzt größere Mengen hätte, wäre das ja ganz toll. Und zum Spülen hat man jetzt auch nicht besonders viel mehr. Also jetzt probiere ich es schon mal. Denn wir haben ja die Gurke kräftig gesalzen, damit das nicht zu viel Salz wird. Vielleicht noch ein bisschen und dann ist genug. So, das ist jetzt meine Variante vom Tzatziki. Geht schnell, ohne viel Aufwand. Manche tun auch ein bisschen Essig rein, andere Öl. Jeder wie er mag. Aber mir schmeckt es am besten rein ohne viel Shishi. Viel Spaß beim Nachmachen. Pfiat euch!